Servus, grüezi und hallo, liebe Dampfmaschinenfreunde. Heute will ich euch ein ganz besonderes Modell vorstellen. Dabei handelt es sich um eine Replika. Und zwar eine Replika von Originalhersteller Märklin. Das hier ist eine Märklin 16051. Das ist keine alte Dampfmaschine, auch wenn sie so aussieht. Naja, so jung ist sie jetzt auch nicht mehr. Baujahr ist 2004. Und zwar hat Märklin im Rahmen seines historischen Spielzeugprogramms ein Modell einer Dampfmaschine aus den 30er Jahren wieder aufgelegt. In einer ganz kleinen, limitierten Stückzahl von 2000 Stück wurden davon produziert. Hergestellt wurde das Ganze in Ungarn. Und das ist ein ganz besonderes Stück. Nämlich eine sogenannte Compound-Maschine. Compound-Maschine heißt, wir haben hier zwei Zylinder, und zwar einen Hochdruckzylinder und einen Niederdruckzylinder. Dabei wird der Abdampf des Hochdruckzylinders nochmal genutzt, um den größeren Durchmesser wegen Ausdehnung und so weiter den Niederdruckzylinder anzutreiben. Und das ist ein richtig schönes Modell. Schwer, viel in Handarbeit gebaut, sehr wertig verbaut. Der Neupreis 2004 für diese Maschine lag bei 999 Euro. Das ganze Modell war auch nur nur über den Fachhandel beziehbar. Und man hat dazu noch ein Zertifikat bekommen, jeder Käufer, wo der Käufername auch nochmal drin aufgeführt worden ist. Über was verfügt diese Maschine? Also erstmal hat sie natürlich ein Manometer. Hier die Besonderheit, dass das Manometer hinter der Dampfpfeife angebracht ist. Ein Wasserstandsschauglas. Ja, hier unten sehen wir einmal die Mindestfüllmenge und die Maximalfüllmenge. Dann hat sie eine Speisepumpe hier neben montiert, die über die Stange und die Exzenterscheibe angetrieben wird. Sie verfügt über einen Vergaserbrenner, sage und schreibe vier Öler, jeweils für Steuer- und Arbeitszylinder, Steuerkolben und Arbeitszylinder, ein Zentrifugalregulator, zumindest ja, die optische Andeutung davon, und zwei große Schwungräder und eine relativ kleine Sturlaufrolle mit zwei Stufen. Ansonsten ist sie wirklich sehr weit am Original angelehnt. Es gibt ein paar Feinheiten, die Märklin einfach berücksichtigen musste, weil in 2004 natürlich andere Sicherheitsvorschriften für die Herstellung solcher Maschinen galten, als das in den 30er Jahren bei dem Original der Fall war. So hat Märklin für das Ablassventil zum Beispiel das außer Funktion gesetzt, da man unter Umständen aus Versehen den Hahn öffnen könnte unter Druck und sich dann einfach verbrühen kann. Deswegen hat Märklin in den Auslass eine Schraube reingedreht, weil man einfach auch nicht auf diese charakteristische Optik verzichten wollte. Jeder, der das weiß, dreht die Schraube natürlich raus und hat so wieder einen funktionierenden Ablasshahn für das Kesselwasser. Der Unterschied bei den Villescos zum Beispiel, die haben ja auch einen Wasserablasshahn am Kessel, die haben aber ein Rädchen. Und da kann man nicht aus Versehen den Hahn öffnen. Ansonsten sind wirklich Teile wirklich bis ins Detail an das Original angelehnt. Ich zeige euch mal im Vergleich. Das ist jetzt die Kesseltür aus 2004. Und hier hinten sehen wir die Kesseltür aus den 30er Jahren. Ja, also das ist sehr, sehr ähnlich gemacht. Wirklich toll gelungen, diese Replika. Und echt ein schönes Modell, und ich freue mich tierisch, weil ich immer eine Compound-Maschine haben wollte, dass ich die in der Sammlung habe.
Natürlich hat sie auch ein Dampfabsperrventil. Sie hat einen Dampfdom mit einem gewichtsbelasteten Sicherheitsventil. Und was auch wirklich schön ist, weil ich habe gedacht, der Kamin, der ist jetzt nur so draufgesetzt aus optischen Gründen. Aber wenn wir den mal abnehmen, dann sehen wir, der geht tatsächlich durch und durch. Der geht durch den Kessel. Ist also ein Rauchrohrkessel. Und ansonsten die Rückansicht. Hier hinten ist offen. Einfach um auch den großen Brenner mit genügend Sauerstoff zu versorgen. Auch das Farbschema ist so wie beim Originalen. Das heißt, braune Aggregateplatte, grüne Grundplatte und das schwarze Kesselhaus. Tolle Linierung auf den großen Schwungrädern. Leider gibt es auch für diese Maschine keine Ersatzteile mehr. Das Einzige, was mich bei der Maschine jetzt optisch nicht so anspricht, das sind die knallroten Wasserhähne. Da bin ich echt am Überlegen, ob ich die mir nicht an die Seite lege, um mir dort schöne Griffe aus Holz dran mache, weil das einfach nochmal, finde ich, noch ein bisschen mehr Charme in der Optik hat. Ansonsten auch die alten Maschinen haben natürlich Kunststoffgriffe gehabt. Aber ich finde das Holz halt noch mal ein bisschen, ja, ein bisschen charmanter. Kesseldurchmesser sind sage und schreibe 7 cm. Und das reicht auch vollkommen aus. Also die Maschine produziert halt wirklich auch gut Dampf. Und sie läuft halt auch schon bei niedrigem Druck an. Ihr hört es also, da klappert nichts. Ja, die ist wirklich sehr, sehr wertig verbaut. So, und jetzt glaube ich, habe ich schon genug erzählt, genug gebabbelt. Jetzt wollen wir die natürlich auch mal anschmeißen und mal schauen, wie schön so eine 16051 Replika laufen kann. Also bis gleich. Kleinen Moment noch, dann geht's los.
Hier ist ein kleiner Trick. Wenn ihr am Anfang die Pumpe in Betrieb nehmt und das System noch leer ist, einfach einmal auf Speisen und wieder zurück und die Pumpe füllt sich. Und schon läuft die Speisepumpe. Kontrollierbar diese Maschine ist. Power hat sie natürlich auch genug. Dank der Kraft der zwei Herzen. Was sagst du? Gefällt uns das? Feine Maschine. Volldampf.
Ja, liebe Dampfmaschinenfreunde, das war der Dampflauf, der 16051. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin total begeistert von diesem Modell. Auch wenn es keine wirklich alte Dampfmaschine ist, hat sie doch sehr, sehr viel Charme. Und ich finde, das ist Märklin richtig gut gelungen, diesen Charme der alten 30er Jahre Dampfmaschinen 2004 wieder auferstehen zu lassen. Ein klasse Modell, sehr, sehr wertig verbaut. Alle Verbindungen lassen sich hier aufschrauben, trennen, so wie bei den Originalen aus dieser Zeit. Also finde ich, das ist euch richtig gut gelungen in Göppingen und ich freue mich total, dass ich diese Maschine in meiner Sammlung habe und ich werde jetzt noch ein wenig vor mich hindampfen und wie immer, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Kommentare, lasst einen Daumen oben da, freue ich mich drüber oder ein Abo. Viel Spaß beim Stöbern auf meinem Kanal. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kommentare habt, nutzt die Kommentarfunktion. Und ich und Cat Stevenson sagen, danke, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.